Der Wirtschaftsstandort Liechtenstein ist international, nicht nur der Finanzplatz, sondern auch der Industriestandort, der Werkplatz. Wir exportieren ja hauptsächlich, also wir sind praktisch 100% ein Exportland und darum sind die ausländischen Märkte und die Kontakte in die ausländischen Märkte entscheidend für den Erfolg von unserem Wirtschaftsstandort. Darum ist es eben auch erfreulich, dass an so einer Veranstaltung in Liechtenstein auch Investoren aus dem nahen, grenznahen Ausland herkommen und sehen, was in Liechtenstein alles läuft, was für Potenzial da ist. Und ich freue mich besonders, dass die Universität Liechtenstein mit dem Lehrstuhl für Entrepreneurship da sehr präsent ist und die verschiedenen Initiativen bei uns im Land in Sachen Innovation, in Sachen Start-up-Förderung aktiv unterstützt. Wir sind Dienstleister auf dem Beratungsbereich und dementsprechend ist das eine interessante Veranstaltung auch für uns. Das sind potenzielle Kunden, die wir gerne beraten möchten und auf dem Gebiet auch Unterstützung anbieten. Ich habe vom Vorstand vom Liechtensteiner Investitionsmarkt, vom Vereinsvorstand durchaus die Rückmeldung immer wieder bekommen, dass erfolgreiche Gespräche sind, dass Investoren gegeben hat, die abgebissen haben, dass Unternehmen unterstützt worden sind. Und wenn ich heute die Pitches, die ich heute erleben durfte, hier anschaue, bin ich überzeugt, dass auch das ein oder andere Projekt heute hier einen Investor finden könnte, weil es doch sehr interessante Projekte wieder präsentiert worden sind. Es hat für die gesamte Wirtschaft, ob das Standort Liechtenstein sei oder an einem anderen Ort, hat das immer große Bedeutung. Das ist eine Befruchtung, wenn man neue Ideen sieht, wie das umgesetzt werden kann und der Wirtschaft was bringt. Das ist ein spannendes Thema, so oder so. Mein Name ist Bruno Foser, bin im Walzers mit der Firma Rola. Bin auch Geschäftsführer von der Firma GS Engineering seit 15 Jahren und der Rola seit 2014. Und wir haben mit der Rola, respektive ursprünglich die Firma GS, die hat das Gerät entwickelt und hat es jetzt übergeführt in der Rola AG. Das Ziel ist, dass wir mit der Rola AG natürlich das Gerät und dann auch der Vollautomat, wo wir ja in Konzeptionsphase haben, zum Erfolg führen kann. Ursprünglich ist die Idee so entstanden, dass ich das als Projekt gemacht habe für einen Kunden und ich habe das im 2014 dann zurückgekauft von dem Kunden und habe das Gerät jetzt natürlich vorantrieben und möchte es voranbringen, dass es zum Markterfolg wird. Ich habe jetzt italienisches Wellen. Paolo ist im italienischen in der Nummer 1 Folge sehr vorne unter den ersten 10 und deswegen sind wir eigentlich auf Pasta Paolo gekommen. Funktioniert so, dass man frische Hartweizenpaste, frisch Korn mit frischem Wasser, in wird größer noch nicht 60 Sekunden gekocht. Dann wird es kurz abgeschreckt, fällt nochmal ins heiße Wasser und kommt dann eigentlich unten als al dente Paste raus. Das ist, weil es frisch gekocht wird. Die Paste ist nicht irgendwie vorbehandelt oder sonst etwas. Sie ist wirklich so frisch und darum kommt es eigentlich vom Geschmack her sehr nach an die gewohnte häusliche Paste, wo man sich gewohnt ist. Es ist sicher ein Trend, natürlich nicht für alle, aber es gibt einen grossen Markt in die Richtung, dass es für Pflegung aus dem Automat geht, weil das eben 24 Stunden verfügbar ist und 7 Tage pro Woche. Mein Name ist Michael Juncker, komme aus Mura, bin verheiratet, gelernter Bauingenieur, Maschinenbauingenieur und bin wie Juncker zum Kindergarten vor 3 Jahren mit dem Pommes-Frites-Automat. Und das war mal eine Grundidee von meinem Kollegen zusammen, dass Pommes frites gesorgt wird in der Öffentlichkeit draußen. Und dann ist man da dran gegangen und hat man das Problem, wo sie jahrelang schon die Leute gefragt haben, gibt es mal frische Pommes frites, das angegangen. Und momentan sind wir bei dem Stand jetzt mit dem Prototyp und bin jetzt im Dezember dann in Zeriga. Das ist eine komprimierte Kartoffelmasse, wo 97% Herdöpfel besteht. Wird durch eine Presse getrocknet, danach frittiert und danach ist kein jener Becher hier und danach ist das Produkt fertig. Wir haben keine Konservierungsstoffe drin und ziemlich veganes Produkt.
100% Sonnenblumenöl vorhanden und ist ziemlich, wird dann ein bisschen unterscheiden von der Pommes frites. Wir sehen den Kartoffelstick, sie haben ein bisschen einen anderen Geschmack, weil die kompakt gebaut sind einfach. Man kann die nach 2-3 Stunden und noch frisch essen. Wir sind Laura, Sina und Michi und wir sind alle Studenten der Universität Liechtenstein im Master in Information Systems und studieren im Schwerpunkt Data Science und haben im vergangenen Jahr an einer Innovation Challenge teilgenommen, die international ist und die wir eben durch die Uni machen konnten. Unsere Idee kommt aus dem Bereich Abfallwirtschaft und mit unserer Idee wollen wir die Abfallwirtschaft revolutionieren. Das alles beginnt mit, dass wir über Ultraschallsensoren in verschiedensten Behältnissen, ob öffentlicher Abfallbereich oder privater Abfallbereich, Füllstände, Füllrate messen wollen, diese Daten dann in eine IoT-Cloud übertragen und von dort aus dann unsere Datenanalyse starten. Und genau in den Daten liegt eigentlich unser Geschäft. Wir wollen die Daten aufarbeiten und verschiedenen Geschäften und Geschäftszweigen dann zur Verfügung stellen, welche verschiedenste Daten in verschiedensten Art und Weise brauchen. Darunter zählt dann auch Routenoptimierung für die Abfallwirtschaft. Darunter kommen dann auch weitere Geschäftsfelder, die wir dort bedienen können. Weiter geht's mit der Entwicklung der Software, wo wir jetzt in den ersten Schritten stehen, wofür wir auch das Geld letztendlich brauchen, um dort zu starten. Und ja, wir freuen uns, aus der Projektphase herauszukommen und endlich das Ganze zu starten. Die Veranstaltung gefällt mir sehr gut. Wir hoffen, dass wir Interesse wecken können bei Investoren. Und sind jetzt gespannt, was wir für ein Resultat haben. Aber ich habe die ganze Aufmachung vom Anlass finde ich sehr gut. Und was auch gut ist, sind sehr gute Referenten gesehen. Der Herr Müller vorab hat natürlich genau das beschrieben, was uns kleinen Start-Upper wirklich wehtut im Herzen. Dass man innovative Investoren braucht, die bereit sind, eben und ein gewisses Risiko mitzugehen. Für mich war das erste Mal, überhaupt so eine Veranstaltung zu machen. Ich habe mich ziemlich wohl gefühlt. Für mich etwas Neues sehr mal. Und ich war, dass man da Kontakte knüpfen kann für weitere Investorengespräche oder andere Lebensmittelspezialisten, wo es um den Markt geht. Die Veranstaltungen finden wir super. Es sind eine Menge interessanter Pitches und es ist auch super viel Interaktion mit dem Publikum da und man sieht, dass da wirklich Bereitschaft ist, was zu verändern im Land und auch wirklich in junge Unternehmen zu investieren. Die Highlights vom Tag sind ganz klar, dass wir verschiedene Leute kennengelernt haben von verschiedensten Bereichen. Wir haben Investoren kennengelernt, wir haben Leute kennengelernt, die interessiert sind, die vielleicht auch Fähigkeiten mit in unser Unternehmen bringen könnten. Und allgemein haben wir sehr großes Interesse erfahren. Ein Highlight ist, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Das ist nicht so selbstverständlich. Und die ganze Aufmachung, ich finde den ganzen Anlass wirklich sehr gut. Für mich ist das Highlight, dass die Präsentation für mich gut funktioniert hat, dass Leute begeistert sind. Das Publikum ist auch zu uns gekommen, zum Probieren und dass Leute generell die Pommes frites schmecken. Was ein Start-up zum Abheben braucht, ist natürlich klar eine gute Idee. Oder? Und zu der guten Idee gehört dann die Leidenschaft und wirklich an die Idee zu glauben und daran zu arbeiten. Das ist ganz bestimmt das Allerwichtigste. Und dann kommen die Rahmenbedingungen dazu und die Finanzierung dazu und die Organisation dazu. Das sind dann andere Themen, aber die weichen Themen, die Soft Factors, die sind enorm wichtig. Konstanz. Er muss an seine Idee glauben und er muss konstant daran arbeiten. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn er einmal eine Idee hat, die wieder abzuändern und was anderes zu versuchen oder was immer, das ist nicht gut. Also immer dranbleiben und arbeiten. Ich finde, es ist sehr eine gute Balance zwischen natürlich jungem Publikum und selbstverständlich natürlich auch über erfahrene Investoren, erfahrene Leute. Es ist eine gute Mischung und ich denke, das macht Sinn, dass man so etwas vorantreibt für uns im Land. Liechtenstein selbst ist im speziellen Fall für uns eine sehr schöne Umgebung, weil einfach viele Sachen schon vorhanden sind. Wir haben die Universität im Rücken, die uns hilft. Wir haben verschiedenste Firmen und Dienstleistungen, die uns hier in dem Raum unterstützen. Und das ganz Schöne ist einfach, dass zum Beispiel im Bereich der Abfallwirtschaft Liechtenstein ein geschlossenes System ist. Das heißt, wir können hier sehr einfach unseren Prototypen sich hier gut vorstellen. Wir hoffen natürlich, dass wir unser Netzwerk erweitern können und dass wir spannende Personen treffen, die natürlich auch Interesse an uns und an unseren Produkten haben. Die Veranstaltung ist ausgezeichnet, Publikum ist großartig, sehr viele Leute da. Die Angebote, die da gemacht wurden oder die Vorstellungen, die sind toll. Das freut mich, dass so viele junge Leute und da Interesse haben und
Ja, ist gut. Die Veranstaltung ist gut. Der Standort Liechtenstein bietet einige Vorteile, die andere nicht haben. Wir haben ein attraktives Steuersystem, wir haben ein attraktives Gesellschaftswesen mit verschiedenen Instrumenten. Wir haben gerade GmbH viel attraktiver gemacht. Mit 10'000 Franken ist man dabei bei einer GmbH. Es gibt die Initiative vom Regierungschef mit der Genossenschaft. Es gibt natürlich ein sehr enges Netzwerk von Beratung von der Behörden. Das heisst, wenn man bei uns einen Behördengang machen muss, wird man sehr stark unterstützt, dass es möglichst effizient abläuft. Da habe ich Rückmeldungen von anderen Ländern, also Kunden, die hierher gekommen sind und vergleichen kommen mit anderen Ländern, die sagen, wenn ihr von Bürokratie reden in Liechtenstein, ihr wisst gerne nicht, was Bürokratie wirklich ist. Wir leben hier in einem Paradies. Eure Verwaltung ist sehr effizient, sehr hilfsbereit, sehr dienstfertig. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten. Aber im Vergleich mit anderen Ländern, denke ich, haben wir ausgezeichnete Bedingungen. Wir sollten uns einfach ab und zu ein bisschen besser bewusst sein.